Hallo und herzlich willkommen zu Energiewirtschaft einfach gemacht. Mein Name ist Carsten Eckert und in diesen Videos machen wir uns die Energiewirtschaft ganz schön einfach. Heute geht es um die fünf wichtigsten Infos zum Thema Bürgerenergie. Erstens, Bürgerenergie bedeutet die Teilhabe von ganz normalen Bürgern an dezentralen erneuerbaren Energienanlagen durch einerseits die Versorgung durch diese Anlagen und andererseits durch die Dividende, die durch das Kapital der Anlagen erwirtschaftet wird. Zweitens, es gibt heute in Deutschland tausende Windkraftanlagen und über 1 Million Photovoltaikanlagen. Der Ausbau stockt jetzt Mitte 2019 aber ganz schön. Bürgerenergie ist ein Weg und ein Mittel, um die Akzeptanz der Bürger für den Ausbau von erneuerbaren Energienanlagen, die auch direkt vor der Haustür, zu erhöhen. Drittens, Bürgerenergie bedeutet das Engagement für die Energiewende vor Ort und im erweiterten Sinn eben auch die direkte Investition und damit auch die Stimmrechtsausübung und die Kontrollrechtsausübung für Unternehmen, vor allem Genossenschaften, die sich eben mit dem Betreiben von erneuerbaren Energienanlagen beschäftigen. Das Schöne an Genossenschaften ist ja, egal wie viel Geld man eingezahlt hat, jeder hat nur eine Stimme. Viertens, heute gibt es in etwa 1000 Bürgerenergie-Genossenschaften in Deutschland mit in etwa wohl so knapp 200.000 Mitgliedern. Und der Trend ist positiv. Fünftens, man kann bei Bürgerenergie-Genossenschaften auch mitmachen, ohne selbst Energie erzeugen zu müssen. Man kann auch einfach Lust darauf haben, Geld da rein zu investieren, dass nachhaltig die Energiewirtschaft weiterentwickelt wird und der Klimaschutz unterstützt wird. Das waren die fünf wichtigsten Infos zum Thema Bürgerenergie. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt die in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte gebt einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Und das war's für heute. Mein Name ist Carsten Eckert und bis zum nächsten Mal bei Energiewirtschaft einfach gemacht.